So, mal schauen. Hier. Eine Zeichnung von ihm. Sei gegrüßt. Ah, Julchen, genau dich an dich habe ich gedacht. Meiner Einschätzung nach machst du deine Arbeit als Herrscherin über dieses Tal ziemlich schlecht. Für mich sieht es so aus, als würde der Himmel einstürzen. Bist du sicher, dass du nicht glücklicher wärst, wenn jemand Gerisseneres das Sagen hätte? Netter Versuch, Scar. Ich werde darüber nachdenken. Aber zuerst musst du mir helfen. Jemand wie Mufasa, meinst du? Oh. Sprech diesen Namen niemals in meiner Gegenwart aus. Ach, richtig, Entschuldigung. Wenn du nicht den ganzen Weg hierher gekommen bist, um mich zu beleidigen, was willst du dann? Ich habe etwas in deiner Höhle gefunden. Ich glaube, es gehörte früher dem Vergessen. Es könnte der Schlüssel sein, um die Pläne des Vergessens zu stoppen. Kennst du die Geschichte dahinter? Nein, ich habe es noch nie gesehen. Bist du sicher? Vielleicht hat dich das Vergessen erwischt. Warum habe ich das Gefühl, dass du lügst? Wohl kaum. Ich erinnere mich an viel zu viel, als dass das passieren könnte. Außerdem, warum sollte ich mich an so ein hässliches, liebloses Bild von mir erinnern wollen? Aha, du gibst also zu, dass es eine Zeichnung von dir ist. Bitte, Scar. Das könnte die einzige Möglichkeit sein, das Vergessen aufzuhalten und das Tal zu retten. Na gut. Wenn ich das tun muss, um sicherzustellen, dass ich noch ein Königreich habe, über das ich herrschen kann, dann werde ich es dir sagen. Und ich nehme an, du bist das, was ich am ehesten mit jemandem, naja, mit jemandem, den ich toleriere, vergleichen kann. Das hast du für mich getan, Julchen, als du noch ein kleines Mädchen warst. Es trifft kaum mein Ebenbild, aber ich gebe zu, ich fand es ziemlich nett, ein Geschenk zu bekommen. Sogar so ein erbärmliches. Seitdem habe ich es immer behalten. Danke, Scar. Deine Geschichte könnte mir helfen, das Vergessen aufzuhalten. Hab ein bisschen Mitleid mit dem Vergessen. Stell dir vor, was es denken muss, wenn es sieht, wie du über alles herrschst, was das Licht berührt, während es in den Schatten verbannt worden ist. Ich weiß nur zu gut, wie sich das anfühlt. Kusch, kusch. Ich bin fertig mit dir. Da hat's gar nicht mal so Unrecht. Wir sind quasi Mufasa und das Vergessen ist Scar, wenn man es jetzt aufs Grobe brechen würde. Also hier ist, glaube ich, nichts. Ich würde fast vermuten, vielleicht auf den eisigen Höhen. Oder in der Höhle von Elsa. Also, das ist es auf jeden Fall nicht. Hier sieht's gut aus. Weil hier auf dieser Seite hatten wir noch gar nichts. Vielleicht die Höhle von Elsa? Könnte ja gut sein. Aber nein, da ist nichts. Wo könnte jetzt das letzte Stückchen sein? Ich hätte ja fast gesagt Mutter Gurdel, aber das ist es ja nicht gewesen. Mauis Haus ist es auch nicht. Das Haus von Stitch. Okay, Ursula hatten wir schon, aber das Haus von Stitch ist es auch nicht. Donald? Nee. Nee, das ist es auch nicht. Ich würde fast sagen, ja, Gurdel, aber da ist nichts drin. Oder habe ich etwas übersehen? Weil mit Gurdel würde es ja zusammenhängen. Sie hat uns verraten, also das Vergessen verraten. Und wollte es wegsperren. Oder
Im Dreamlight-Schloss. Das könnte auch sein. Und das... Ah ja, das Haus von Mickey ist jetzt auch wieder vom Riss befreit. Aber... Das Dreamlight-Schloss hat keinen... Nee. Ich sehe jetzt gerade auf den ersten Anhieb jetzt gar keinen Riss. Aber vielleicht gibt es hier ja doch etwas. Ich meine, das würde ja auch so sein, weil das die letzte Erinnerung, die endete hier im Schloss. Aber hier ist nichts. Wo könnte sonst das sein? Nee. Okay, das Dreamlight-Schloss sieht sauber aus. War ich jetzt so blind und habe etwas übersehen? Ich gucke mich gerade ein wenig um. Wo noch ein letzter Riss sein könnte. Die Höhle? Die mysteriöse Höhle? Aber nein. Ariels Haus? Nee, das sieht auch sauber aus. Ich guck mal gerade hier auf die Karte. So, wo waren wir als, wo waren wir jetzt alle schon gewesen? Also ich würde Buzz' Haus ausschließen. Hier auf der sonnigen Ebene waren wir auch schon. Hier gibt es ja nur das Haus von der guten Fee. Mickeys Haus, hier ist Onkel Dagoberts Laden, Elsas Haus, da wohnen Christoph und... Oh, Entschuldigung. Stitch ist hier, Minnie ist da. Okay, jetzt wird es etwas knifflig. Eriks Haus ist es auch nicht. Merlin hatte auch mit dem Vergessen zu tun. Oder war ihr Merlin nicht so wichtig, wie jetzt beispielsweise... Ursula. Oder Mickey. Eine Reliquie fehlt. Aber wo könnte diese jetzt sein? In der Höhle? In der Mine vielleicht? Also der Königsfelsen sieht sauber aus.
Das ist es auch nicht. Das Haus von der guten Fee? Auch nicht. So langsam tappe ich etwas im Dunkeln. Wo könnte jetzt noch das letzte Haus sein? Mein eigenes Haus? Nein. Grübel, wo könnte er sein? Ich vermute, ihr habt es schon längst entdeckt und ich bin einfach zu blind, es zu sehen. Aber nee, was, wenn ist es nicht? Nee. Hier bei Mutter Gothel ist nichts. Ich suche mir mal gerade einen kleinen Tipp. Ich bin gleich wieder da. Moment. Also, ich bin jetzt mal wieder zurück. Und ich habe jetzt einfach mal das Internet durchforstet auf der Suche nach einer Lösung für den letzten Aufenthaltsort des letzten Risses. Und tatsächlich habe ich keinen gefunden. Ich habe keinen Eintrag gefunden, der mir da hätte weiterhelfen können. Selbst das Discord, auf dem ich angemeldet bin, hatte bisher noch nicht diese Lösung. Was mich ein bisschen fragen lässt, aber naja, gut. Es kann ja auch sein, dass einige es so sich ein bisschen langsam angehen lassen. Kann ja alles natürlich sehr gut sein. Ich hatte nur irgendetwas gelesen von wegen Olafs Regenschirm. Oder seinem Sonnenschirm. Das war das Einzige, was ich gelesen hatte. Und Olaf lebt ja zusammen mit Anna und Christoph hier in den eisigen Höhen, in dem... Da! Jetzt sehe ich ihn. Hier ist er. Hier ist das. Und hier war doch Olaf drin. Natürlich. Oh Mann. Oh mein Gott. Okay. Hier soll jetzt etwas sein, was wichtig ist. Hier ist jetzt nur ein Portal. Was wir noch nicht mal nutzen können? Okay. Hier soll etwas sein. Also das war jetzt wirklich ziemlich zufällig, dass ich hier etwas... Da! Eine Decke? Die Decke. Ah, jetzt. Na klar. Olaf wollte doch immer im Sommer picknicken. Und... sowas machen. Das war doch immer sein kleiner Traum. Und deswegen auch diese Picknickdecke. Hallo! Hallo, Julchen. Ich bin so froh, dass du hier bist. Ich will dich nicht beunruhigen, aber mir ist aufgefallen, dass das Dorf anscheinend, beschädigt ist. Der Himmel sieht wütend aus. Leider sind meine Arme nicht lang genug, um eine Umarmung zu geben. Ich hatte gehofft, du könntest mir dabei helfen. Mach dir deswegen nicht zu viele Gedanken. Aber wie kann man den Himmel überhaupt umarmen? Ach, aber ist Olaf nicht süß? Er meint, dass der Himmel einfach nur traurig ist und eine Umarmung braucht. Och, wie süß. Mach dir nicht deswegen zu viele Gedanken. Ich hatte gehofft, du könntest mir dabei helfen. Ich? Oh, ich helfe gerne. Moment mal. Wie soll ich denn helfen? Ich habe eine Decke in der geheimen Kammer gefunden. Ich glaube, sie gehörte einst den Vergessen. Weißt du etwas darüber? Oh, diese flauschige Kuscheldecke. Du hast sie gefunden, hurra! Aber ich weiß nicht allzu viel darüber. Juhu!
Aber ich weiß, wer vielleicht mehr weiß. Elsa! Ich erinnere mich an die Decke aus ihrem Zimmer im Schloss. Natürlich wird ihr nicht kalt, aber ich glaube, sie mag es manchmal einfach gemütlich. Sie muss die Geschichte hinter dieser Decke kennen. Danke, Olaf. Ich schätze, ich muss mit Elsa sprechen, wenn wir eine Chance haben wollen, das Vergessen aufzuhalten. In der Zwischenzeit werde ich einfach alle verschiedenen Arten an Steinen im Dorf finden und kategorisieren. Was? Toller, warum? Ich nenne es kontrollieren, was ich kann, wenn die Dinge außer Kontrolle geraten. Ich schwör's euch, das war bestimmt. Ja, und dann, kategorisiert man die Steine? Was? Aber, naja, gut. Olaf halt. Ach, oh Mann. Nehmen wir mir diese Blumen mit. Jetzt sehen sie wenigstens auch wieder so aus wie die Blumen. Im letzten Update sahen sie ja alle rot aus. Da musste man immer raten, welche das jetzt sind. Jetzt sind sie Gott sei Dank wieder so, wie sie sein müssen. Okay, so. Elsa. Na, mal sehen. Hat mir das Olaf jetzt überhaupt wieder zurückgegeben, die Decke? Hast du kurz Zeit zu reden? Hallo. Klar. Jürchen, ich habe gesehen, was am Himmel über dem Dorf vor sich geht. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, musst du es mir nur sagen. Vielleicht könntest du einen Eisschild um das Dorf herum errichten. Sei einfach weiterhin du selbst, Elsa. Das ist die einzige Hilfe, die wir brauchen. Ich weiß nicht einmal, wie ich mir selbst helfen soll. Das ist nett, dass du das sagst. Aber ich kann nicht dabei zusehen, wie das Dorf zugrunde geht. Nun, es gibt eine Möglichkeit, wie du definitiv helfen kannst. Sieh dir das an. Kommt sie dir bekannt vor? Oh, sie kommt mir bekannt vor. Es ist aber schon lange her. Wir glauben, dass sie dem Vergessen gehört hat. Wir müssen die Geschichte dahinter erfahren. Es ist schon komisch. Eben war mir noch so, als ob meine Erinnerungen hinter einem Schleier wären. Aber dann sah ich dich an und dachte an unsere Freundschaft und die Abenteuer, die wir zusammen erlebt haben. Dann kamen die Erinnerungen. Ich hatte sie dir gegeben. Damals warst du noch ein Kind und du wolltest mit mir die Eishöhle erkunden. Allerdings war es sehr kalt, deshalb hatte ich dir meine Lieblingsdecke von zu Hause mitgebracht. Als ich das Vergessen von dir abspaltete, nun, ich denke, es behielt sie, bis es sie in die geheime Kammer warf. Ich wünschte, ich könnte mich daran erinnern, aber ich schätze, das Vergessen hat einige dieser Erinnerungen. Ich hoffe, du schaffst es, das Vergessen vor dem Abgrund zu bewahren, bevor es zu spät ist. Solltest du es schaffen, es zurückzubringen? Nun, vielleicht kann ich mit dem Vergessen reden. Ich weiß, wie es ist, wenn man zu weit geht. Danke, Elsa. Das ist alles, was ich im Moment brauche. Die Magie, die von der Decke ausgeht, scheint bereits stärker zu sein. Das hat Spaß gemacht. Oh, ist das süß. Okay. Wieder eine Quest erledigt. Komm mal her, Elsa. Machen wir mal ein Foto. Oh, yes. Schön mit der Schneeflocke. Sehr schön. Okay. Dann geht's einmal wieder zu Merlin. Ich bin hier, um zu helfen. Vergiss das nicht. Wo ist denn unser Zauberer? Er ist in seinem Haus. So, Merlin. Wir wären soweit. Ich kann in die Zukunft sehen. Also weiß ich, dass du mit mir reden solltest. Bitteschön, alle vier Reliquien erledigt. Ruckel die Zuckel jetzt. Oh, Hallöchen. Bravo, du hast genug Reliquien des Vergessens gefunden, damit wir mit der Verzauberung fortfahren können. Die Magie, die von ihnen ausgeht, ist stärker als alles, was das Vergessen zurückgelassen hat. Und es ist die Magie der Geschichte, da bin ich mir sicher. Wir dürfen keinen Moment mehr zögern. Bist du bereit, hindurchzuschreiten und das dunkelnde Schloss zu erkunden? Jetzt geht's da weiter. Eieiei.
Ich war noch nie so bereit. Ich habe Angst, aber ich werde mich durchkämpfen. Vielleicht könnten wir stattdessen Donald dazu bringen, das zu tun. Ich meine, er war ja auch schon auf der anderen Seite. Nein, ich war noch nie so bereit. Hey. Selbstvertrauen. Das ist genau das, was du brauchst, Julchen. Ich weiß, dass du mit Selbstvertrauen jede Herausforderung meistern kannst. Seit dem ersten Tag, an dem du ins Tal zurückgekehrt bist, hast du eine Menge gelernt. Fühlt sich so an, als wäre es gestern gewesen? Das scheint so lange her zu sein. Ja, also Dreamlight Valley spiele ich jetzt seit September. Immer mal natürlich mit Unterbrechungen aufgrund des Updates und so weiter, dass es dann keine weiteren neuen Quests gibt. Aber ja, es ist schon, wow, fast schon ein Dreivierteljahr. Wahnsinn. Für dich. Mir kommt es so vor, als hätte ich kaum mit den Augen geblinzelt und doch ist so viel Zeit vergangen. Du bist die Herrscherin geworden, die Dreamlight Valley braucht. Sieh dich um, was du alles bewältigst und all die Freude oder Freunde, die du zurückgebracht hast. Julchen, ich bin stolz auf dich. Folge mir und lass uns die Welt in Ordnung bringen, bevor ich unerträglich sentimental werde. Danke, sehr freundlich. Na schön, ich glaube, das wird ein Portal direkt vor dem Schloss des bevor dem Dreamlight, vor dem Dreamlight-Schloss werden. Oder? Na los. Auf geht's, Merlin. Ich bin bereit. Bin ja gespannt. Zum Hauptplatz. Ja, das hatte ich mir schon fast gedacht. Richte deine Magie auf die Reliquien, Julchen. Indem wir die Magie der Geschichte und ihre Verbindungen zu dem Vergessen nutzen, können wir ein Tor in die andere Dimension erschaffen. Oh. Das ging leicht. Das Portal ist offen. Jetzt musst du nur noch hindurchtreten. Beeil dich. Ich fürchte, Dreamlight Valley wird immer instabiler, während wir hier sprechen. Ich gebe mein Bestes. Wir haben alle gesehen, dass dein Bestes mehr als genug ist. Aber wenn du vor schwierigen Herausforderungen stehst, denk daran, wir werden immer für dich da sein und dir helfen. Während du weg bist, können die gute Fee und ich vielleicht beraten, was wir mit der dunklen Magie am Himmel machen sollen. Worauf wartest du noch? Los geht's! Lass deine Magie los, Julchen, während wir zurückbleiben und unsere wirken. Na dann, lass uns mal reingehen. Oh Mann.